Hallo und herzlich willkommen zum Kochen mit Herrn Kachol. Ich bin Herr Kachol und wir werden heute etwas kochen. Etwas Ökologisches kochen. Das wird eine Ökospeise. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen ein Messer. Ein ökologisches Messer. Einen ökologischen Löffel. Einen Ökoteller. Eine Pfanne, eine Bratpfanne und einen Küchenmülleimer. Im Mülleimer gibt es alles, was wir zum Kochen brauchen. Eine saure Milch, eine alte Sahne, einen frischen Fisch, eine scharfe Zwiebel, ein altes Brot, eine schrumpelige Tomate, einen Naturjoghurt, knusprige Eierschalen, schmieriges Öl und zuckerfreie Cola. Jetzt werfen wir alle Zutaten in die Pfanne und starten mit dem Kochen. Zuerst erhitzen wir das Öl in der Pfanne. Als nächstes würfeln wir die Zwiebeln dazu. Die Tomate kommt hinzu. Dann schmeißen wir den Fisch in die Pfanne. Wir gießen etwas Sahne hinein. Die Milch dürfen wir nicht vergessen. Für unser kalorienbewusstes Kochen jetzt zuckerfreie Cola. Wir verfeinern das Ganze mit Naturjoghurt. Mit dem alten Brot schmeckt es besonders gut. Und zum Abrunden des Geschmacks geben wir Eierschalen dazu. Schließlich rühren wir das Ganze eine Weile in der Pfanne um. Wir servieren unsere Ökospeise auf dem Ökoteller. Das riecht so gut. Das schmeckt sehr gut. Prima. Also guten Appetit. Das war Kochen mit Herrn Kachol. Bis nächste Mal. Tschüss.